Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und willkommen hier zurück zu The Hunter. Ich bin genau an der Stelle, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Pirsch. Damit das aber diesmal nicht zu langatmig wird für euch. Denke ich mir einfach mal, machen wir es ganz simpel. Ich werde jetzt hier so ein bisschen durch den Wald starksen. Mal gucken, ob ich irgendwie eine Spur finde, die mir gefällt, der ich nachgehen möchte. Und sobald wir was gefunden haben, melde ich mich einfach wieder bei euch. So seht ihr bloß die interessanteren, spannenderen Teile. Und das Rumgelaufe lassen wir einfach weg. Also bis gleich zur nächsten Spur. Da bin ich auch schon wieder. Wie ihr da vorne seht, habe ich eine Spur vom Rehwild gefunden. Die verfolge ich jetzt schon so ein bisschen. Ihr könnt das ja auf dem Hunter-Mate sehen, die Xe. Das sind die Spuren, die ich bisher gefunden habe. Der gestrichelte schwache Kreis um uns herum, der ist ja recht groß gezogen, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass sich das Tier, dessen Spur wir gerade verfolgen, irgendwo außerhalb dieses Bereiches auffällt. Wo genau, keine Ahnung. Es kann sein, dass das Tier 2 Meter dahinter ist, hinter dem Radius. Es kann auch genauso gut sein, dass das Tier 2 Kilometer daneben ist. Das ist halt das, was ich meine. Also wie gesagt, dieses Spuren verfolgen, dieses gechillte, dem hinterhergehen und dann plötzlich auf andere Tiere stoßen, die man eigentlich gar nicht vorhatte zu bejagen. Es ist mir schon so oft passiert, dass ich eine Spur verfolgt habe von einem Maultierhirsch zum Beispiel, weil ich da, man kann ja auch für einige Tiere Missionen machen. Natürlich auch für den Maultierhirsch. Schließlich ist das das erste Tier, was, oder ist das einzige Tier, was jeder bejagen darf. Ohne Lizenz, weil die Lizenz bekommt man ja automatisch mit der Account-Erstellung. Das war nur Stein. Und da gibt es eine Mission, die besagt, oder bin ich, sind 10 Missionen insgesamt. Ich glaube, ich bin bei der vorletzten. Was haben wir hier? Ist auch eine Spur. Oh, die ist ein Ende größer. Das könnte ein Rothirsch sein. Das kann man natürlich dann teilweise auch schon mit der bloßen Hand erkennen, ohne Hand das mit. Okay, da ist die Spur, die wir eigentlich verfolgen. Wir schauen mal, was das hier ist. Ob ich recht habe, weil die sieht ein bisschen größer aus von der Breite her, ne? Oh, das ist aber weiter weg. Der ist aber eindeutig weiter weg. Weil der hat nicht mal einen Kreis. Egal, wir verfolgen den Rothirsch. Ich möchte primär auf Rothirsch gehen. Wir wechseln jetzt einfach die Spur. Und das ist auch noch so ein Grund, warum man gerne mal, ich sag mal, übers Ziel hinausschießt. Ja, man hat vor, ich sag mal, heute gehe ich mal auf Fasanenjagd. Ich nehme mir die Schrotflinte mit und mit ein bisschen Vogelschrot. Oh, der Geruchsneutralisierer hat seine Wirkung verloren. Ich habe bloß noch einen. Wir versuchen es erstmal ohne. Und man nimmt sich immer noch eine zweite Waffe mit, also ich zumindest. Und trifft dann plötzlich auf eine ganz andere Spur. Bei Fasanen geht eigentlich noch. Da ist er. Und das passiert mir so oft, ich lasse mich da viel zu schnell ablenken. Aber ich sag mal, am heutigen Tag darf ich das, also nicht am heutigen Tag, wo ich aufnehme, sondern am heutigen Tag, wo ihr dieses Video seht, denn, beziehungsweise wo es rauskommt, wo es für euch sichtbar wird, das ist nämlich der 19. Mai und dieses Datum ist für mich ganz, 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 ganz wichtig dieses Jahr, nicht der 19. selbst, sondern das, was an dem Tag stattfindet. Und zwar habe ich morgen am 20. meinen 30. Geburtstag. Ich werde alt. Und wir feiern das natürlich, weil das Geile ist, dieses Jahr ist es Pfingstmontag. Sprich, alle außen Freundes, Bekannten, Familienkreis haben frei. Ja,
ganz Deutschland hat für mich an meinem Geburtstag freigenommen. Ist ein gesetzlicher Feiertag geworden, mein Geburtstag. Und deswegen feiern wir am 19. und dann auch direkt rein. Und das Coole ist, ich feiere dieses Jahr nicht nur mit Freunden und Bekannten, sondern ich habe auch Leute eingeladen. Zum Beispiel den Chaos und die Tracy sind eingeladen und kommen, haben schon zugesagt. Und ich freue mich so. Dann nicht nur quatschen im TS oder im Skype oder zusammen zocken, sondern auch mal von Aug zu Aug gegenüberstehen. Also da freue ich mich richtig drauf. Die sind denn schon seit gestern da, also seit am Samstag sind die schon angekommen. Und mal gucken, wie es wird. Vielleicht kriege ich sie überredet zu einem kleinen Video. Ich bin ja mal gespannt. Die Tracy hat sich ja schon gezeigt vor der Kamera. Und ich wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen und mich auch vor der Kamera zeigen. Wann das Video dann längst rauskommt, weiß ich selbst noch nicht. Ich würde mal sagen, hier irgendwo den Hügel hoch. Nee, da mehr lang, okay. Da. Und wie gesagt, vielleicht kriege ich ja noch Chaos mit überredet, dass der auch vor die Kamera hüpft. Und die anderen Gäste, die auch noch da sind. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ein Video, vielleicht auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine Geburtstagsfeier. Teil der Geschenke. Ein Geschenk. Ein Geschenk kenne ich ja schon. Das ist das, was ich von meinem Frauchen kriege. Nebst der Feier, die sie für mich organisiert hat. Ich bin ja so ein bisschen nerdig, bekloppt im Kopf und habe mir was ganz, 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 ganz Bestimmtes gewünscht. Eine kleine Themenfeier in Bezug auf Mittelalter. Und deswegen findet das Ganze in einer Burg statt. Mit Rittertafel und Kostüm und allem, was dazugehört. Ich finde es einfach nur geil. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Ich weiß es jetzt ja natürlich noch nicht, weil aus meiner Sicht ist er jetzt noch eine Woche hin. Ich habe jetzt die beiden Folgen am Stück auf, also die letzte Folge von letzter Woche und die von dieser Woche. Und ich freue mich, ich freue mich. Ich bin richtig, richtig happy. Noch eine Woche und dann sehe ich die anderen mal im RL. Ich hoffe, wir vertragen uns dann immer noch genauso gut wie im TS. Und das wird geil. Das erste Drittel der Lebenserwartung eines durchschnittlichen Bürgers hinter mich gebracht. Zwei Drittel liegen noch vor mir, also noch ist nichts verloren. Wo will der hin? Es kann auf jeden Fall nicht der sein, den wir schon erlegt haben, weil die Tiere, die man erlegt hat, deren Spuren verschwinden komplett von der ganzen Map. Es kann also nicht passieren, dass man, ich sag mal, nix. Also eine falsche Spur verfolgt. Auf der Flucht. Das erkennt man an der Spur. Hat der uns etwa gerochen, die Sachsau? Das wäre nicht so schön. Das wäre ja nicht das Feine, ne? Machen wir mal so. Wir wissen noch nicht mal, ob es Männchen oder Weibchen ist. Das ist sowieso das Geile daran. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es ein Männchen ist. So, damit ist das alle. Wir packen nochmal die Wildschwein-Locktröte da rein. Haben wir eh nichts zu tun. Obwohl, Wildschwein brauchen wir nicht. Wir gehen nicht auf Wildschweinjagd. Wir packen mal den Windrichtungsprüfer damit rein. Wir callen mal einmal. Vielleicht haben wir Glück. Und er, sie, es antwortet uns. Wäre nämlich voll, voll cool, wenn wir heute noch ein Tierchen vor die Flinte bekommen. Also die Richtung an sich sieht schon mal gar nicht so nett aus. Weil es ist genau entgegengesetzt. Ja, geht so nach da weg. Das ist natürlich in genau die entgegengesetzte Richtung, aus der wir gekommen sind. Und Fluchtspuren heißen, der hat uns irgendwann irgendwie mitgekriegt. Es kann natürlich durchaus sein, dass wir da oben lang gelaufen sind. Er hat uns da schon mitbekommen. Wir haben da hinten eine Spur gefunden, wo der noch gar nichts oder sie
je nachdem, Geschlecht wissen wir noch nicht, da hinten noch gar nichts von uns wusste. Wir sind jetzt hier auf eine Spur gestoßen, wo er uns zufällig gesehen hat oder gerochen hat und dementsprechend die Flucht ergriffen hat. Hier ist auch noch Fluchtspur, man sieht, die Spur ist weit auseinander. Die Spitzen, die Zehenspitzen. Mann. Und dann kommt's. Das ist ein Weibchen. Passt auf. Das ist ein Weibchen und dann ist so. Weil die geben keinen Score. Und dementsprechend nichts interessant. Wobei, für ein lecker Essen. Schließlich gibt's heute Rittermenü, ne? Genau, wir machen das Ganze anders. Wir erjagen uns heute unser Mittagessen. Für die ganzen Geburtstagsgäste. Die wollen schließlich gefüttert werden. Also gibt's heute lecker Hirschbraten. Und dafür brauchen wir, wenn es geht, wenn es sich machen lässt, noch mit einer Trophäe dabei, der Hirschbraten. Aue. Ist wieder ruhig am Ziehen, aber immer noch außerhalb dieses Kreises. Also irgendwo, ich schätze mal, hinter dem Feld, hinter dem Wall da hinten irgendwo wahrscheinlich aktuell gerade. Rennen bringt nichts, weil der hört uns. Ich bin ja schon begeistert, dass ich es schaffe, relativ laut zu reden. Es kam schon sehr vor. Ich bin mit Chaos hin und wieder mal zusammen auf der Jagd, wobei zusammen jetzt nicht. Bah, nein, dich wollen wir nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, ist ja noch da abgebogen. Wobei jetzt zusammen nicht bedeutet, dass wir parallel auf derselben oder nebeneinander laufen. Das ist leider aktuell nicht möglich bei The Hunter. Es gibt keinen Multiplayer, wo man kooperativ oder gegeneinander, wie auch immer man es sehen möchte, spielen kann. Aktuell bedeutet, dass es bisher das nicht gab, aber kaum ein, zwei Wochen, nachdem ich mit The Hunter angefangen habe, gab es eine Meldung, dass die gerade in der Alpha-Testphase sind für den Multiplayer. Ich glaube, mit bis zu 8 oder bis zu 10 Leuten konnte man dann auf einer Map jagen gehen. Und geil, also Chaos meinte gerade noch, dass die wohl dieses Jahr auch schon in die Open-Beta-Phase gehen wollen. Ich finde es ein bisschen früh. Die haben jetzt gerade mal eine Close-Alpha gemacht und starten jetzt schon mit einer Close- oder mit einer Open-Beta durch. Ah, ich finde es ein bisschen früh. Ich habe so Gefallen an dem Spiel gefunden, dass mir das wirklich wehtun würde, im Herzen wehtun würde, wenn die versuchen jetzt auf biegen und brechende Multiplayer hier reinzupacken und der dann nicht schön ausgereift ist, weil ja, es ist jetzt kein AAA-Titel, es ist jetzt kein Battlefield oder mit was auch immer ihr das jetzt vergleichen wollt. Aber trotzdem, ich sag mal, grafisch, es ist ein schönes Spiel, es sieht toll aus für das, was es ist. Ne, ich vergleiche das jetzt mal mit. Womit kann man es vergleichen? Eigentlich kann man es mit gar nichts vergleichen. Ich kenne kein Spiel, was auch nur im Ansatz irgendwie vergleichbar wäre. Ja, okay, vielleicht mit War Thunder oder mit World of Tanks. Halt ein Spiel, was man online über einen Launcher starten muss und dann zu spielen. Immer noch so weit weg. Mann. Und die Folge soll doch nur 20 Minuten lang werden. Ich quatsch jetzt schon eine Viertelstunde. Abzüglich der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe, gerade weil ich euch das Gelauf ersparen wollte. Nee, da passiert, wenn sich Drageus wünscht, einen Hirsch zu erlegen. Und sich nicht mit Rehe zufrieden gibt. So, steht hier irgendwo was rum? Sieht man vielleicht zufällig noch irgendwo was? Ein Geweih aufblitzen? Wir versuchen mal nochmal zu callen. Wobei das
auch sehr gut, ich sag mal, programmiert wurde. Wenn ich jetzt calle, heißt das nicht, dass sofort alles, was auf diesen Ruf reagiert, bei drei auf der Beine ist und mir sofort antwortet. Denn je nachdem, wie weit weg das Tier ist, braucht der Schall natürlich ein bisschen eher, dass er ankommt bei ihm. Also dauert das ein bisschen. Und dann muss das Tier noch, wenn es denn einer ist, der auch antwortet, das macht auch nicht jedes Tier, dann ruft er, läuft währenddessen natürlich weiter und bis dieser Ruf dann wieder bei mir ankommt, kann das Tier schon wieder auf einer ganz anderen Position sein. Bei mir wird dann auf dem Huntermate nur angezeigt, wo die Position ist, wo das Tier den Ruf abgegeben hat und nicht, wo es denn jetzt sein wird. Und das ist halt das Witzige daran. Das ist eine kleine Spur, die geht genau in die entgegengesetzte Richtung, sieht man an der Zehenspitze. Ne? Und der geht in die Richtung, sieht man auch an der Zehenspitze. So, wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich mache es recht einfach, damit wir den jetzt noch in diese Folge mit reinkriegen. Egal was es ist, schließlich brauche ich heute Abend ein Essen. Für 30 Leute. Da wird ein Hirsch nie ausreichen. Aber egal, ich brauche ein Essen. Also, sag ich mal, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Abendessen uns vor die Flinte läuft. Also bis so, gleich. Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mich gerade ablenken lassen, weil ich habe da ein Wildschwein gesehen. Und was sehe ich da noch? Schaut euch das mal an. Wir haben dort 1, 2, 3 dicke, fette Wildschweine. Ein 4 fette Wildschweine, ein Reh und ein Hirsch. Leute, das Abendessen ist gesichert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Unser Abendessen ist safe. Die Wildschweine sind keine Fehlfarben, also da ist nichts Rares dabei, glaube ich. Das sind, glaube ich, so ganz normale Farben, aber der da gehört uns. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Tier, das eine Spur wir die ganze Zeit hier schon verfolgen. Das wird nämlich der hier sein. Von den Fußspuren her vermute ich mal. Riskieren wir es? Nee. Den riskiere ich nicht, den Schuss. Das ist mir noch eine zu hohe Entfernung. Weil, wenn ich den nicht richtig setze, also das Kaliber ist vollkommen ausreichend. Das ist eigentlich auch geeignet für den Rothirsch. Mein Problem ist nur, wenn ich den Schuss nicht richtig setze, und ich muss einen Körpertreffer erziele, statt Herz-Lunge-Treffer, dann dauert die Nachsuche, also das Verfolgen der Fluchtspuren und der Blutspuren, oh, gefühlt Jahre. Ich habe dabei schon, ich glaube, insgesamt 5-mal eine Spur verloren. Und ganz im Ernst, das ist 5-mal die Spur bei der Nachsuche zu verlieren und quasi aufgeben zu müssen, ist 6-mal zu viel. Es darf nicht passieren. Darf nicht passieren, dass ihr eine Spur verliert bei einer Nachsuche. Das war ein Körpertreffer. Verdammt. Damit, vielleicht können wir noch beruhigen. Manchmal hilft das. Der war zu tief, der hat nicht Herz-Lunge getroffen. Problem ist, was sie auch noch in Realismus reingepackt haben ins Spiel, dass der Jäger natürlich nicht mit dem Gewicht jeder Waffe umgehen kann und dementsprechend, je ungeübter er mit einer Waffe ist, wir gehen jetzt mal einfach aufrecht, desto mehr wackelt er. Auch beim Luftanhalten wackelt er noch.
Und das war das Problem. Ich hab, oh, ich hoffe, es ist noch ein Lungentreffer, Herz-Lunge. Dann kam der Hirsch nicht mehr weit, aber er ist auch nicht mehr gerannt großartig viel. Was leider kein gutes Zeichen ist, weil man muss es ja so sehen, also A, ein Tier nur zu verwunden, statt mit einem Schuss zu erlegen, ist an sich schon mal Kacke. Ja, weil das Tier hat jetzt unnötig Schmerzen, unnötig Qualen. Ja, es ist ein Pixeltier, ich weiß, ist egal. Machen wir Fasan. Andererseits, yay, Mission abgeschlossen für Fasane. Andererseits hat man natürlich das Problem, dass das Tier, wenn es nur ein Körpertreffer ist, das kurzzeitig als, ah, sieht schlecht aus. Ja. Sowas natürlich kurzzeitig als Angriff ansieht, ist ja logisch. Ich rede jetzt mal, versuche jetzt mir das selbst. Also für mich klingt das so halbwegs immer glaubwürdig. Glaubwürdig. Dass das Tier selbst das als kurzzeitigen Angriff ansieht von einem Raubtier. Einen Schmerz halt verspürt. Da ist er. Lebt er noch? Da, er lebt noch. Dann aber natürlich danach geht, es ist gar kein Angreifer da. Dementsprechend wird es dann irgendwann aufhören zu rennen. Und hoffentlich kann man dann nur sagen, war die Wunde, auch wenn es so ein Körpertreffer war, stark genug, dass das Tier sofort verendet. Leider in dem Falle nicht. Aber es ist auch eine unnötige. Ich bin jetzt in einer blöden Position. Von hier aus kann ich keinen Fangschuss setzen. Ich muss hier mal runterlaufen, um dem Tierchen seine Qualen zu sparen. Natürlich sitzt es so blöd da, dass ich von hier aus nur einen Kopftreffer landen könnte. Und das ist auch ein Grund, warum man nicht hinterherrennen sollte, weil sobald man jetzt gerannt wäre, wäre das Tier unendlich weit gerannt. Ich habe jetzt leider nur nichts, um einen ordentlichen Fangschuss zu setzen. Also gehen wir einfach mal hier hoch. Und machen da den Treffer hin, wo er hingehört. So, Abendessen ist gesichert. Wollen mal gucken, reicht der für 30 Personen? Hm. 180 Kilo sollte reichen für 30 Leute, oder? Abzüglich dem, was man nicht essen kann. Jop, passt. Naja, sieht man, der erste Schuss war auf 106 Metern nur auf Körpertreffer. Der zweite war da, wo er hingehen soll, Lungetreffer. Das ist nämlich ein sofortiger Schockzustand für jeden Organismus, auch für die Menschen. Und das Tier stirbt dann sofort an Schock. Ähnlich wie bei einem Angriff von einem Raubtier. Joa. Ey, nein, nein. Ja, an Klippen rutschen Tiere manchmal runter. So, ich sag mal, knipsig, akzeptieren wir. Das Abendessen für meine Geburtstagsfete heute Abend ist gesichert. Und während ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon längst dabei, mich mit den Leuten auf den Weg zu begeben zur Feier. Ich werde heute Abend auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Wie gesagt, vielleicht gibt es ein Video mit allen Leuten zusammen. Und einen schönen Pfingstmontag, einen schönen Feiertag wünsche ich euch vor allem. Einen schönen Start in die neue Woche. Ich werde ihn auf jeden Fall heute Abend und morgen haben. Also, bis denne. Tschö.